Nach der Liederbuchaffäre in Niederösterreich, die zwischenzeitlich die Karriere von FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer gebremst hat, gibt es nun einen ähnlichen Fall in der Steiermark. Und dazu schalten wir zu einer Pressekonferenz in die Steiermark. Auftritte mit Identitären. Wir haben jetzt den Abgeordneten Zanger erlebt, wie er reagiert hat. Wie gesagt, die Reaktion ist noch dramatischer und es gibt keine echte Distanzierung der steirischen FPÖ. Und das alles berücksichtigend, auch beobachtend, dass wir den Ibiza-Skandal auf Bundesebene haben, einen Spesenskandal, der die FPÖ durchdringt und jetzt auch einen Skandal in der Zugangsweise zu Nazi-Liedern, vor allem auch in der Zugangsweise zu Frauen, ein Frauenbild, das durchspickt ist mit Frauenfeindlichkeit, das ist für mich nicht akzeptabel. Und Sie wissen, ich bin ein Mensch, der auf Sicherheit, auf Stabilität setzt. Und ich will nicht, dass die Steiermark das Risiko eingeht, so wie wir es jetzt auf Bundesebene erlebt haben, von Spesenskandalen, von rechten Skandalen durchbeutelt zu werden. Unser Land ist mir zu schade, diese Risiken einzugehen und eine daher kommt für mich eine Koalition mit dieser steirischen FPÖ nach den Landtagswahlen nicht in Frage. Ich appelliere auch an die österreichische Volkspartei, jetzt klar Schiff zu machen und zu sagen, dass mit dieser steirischen FPÖ, mit diesen Einstellungen, mit dieser Durchflutung, die innerhalb der steirischen FPÖ da ist, dass keine Koalition zu machen ist. Das ist jetzt keine Unterstellung an Mario Kunasek, dass er dieses gleiche Gedankengut teilt. Nachdem ich jetzt seine Familie, seinen Sohn kennengelernt habe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mario Kunasek so eine Einstellung hat. Aber als Parteichef der Freiheitlichen Partei hat man auch eine Gesamtverantwortung für die Persönlichkeiten, die in der Partei tätig sind. Ob das in Graz die Verbindungen zu den Identitären sind, ob das jetzt die Selbstverständlichkeit ist, mit der man sich zu solchem Liedgut bekennt, ohne dass es sofortige Konsequenzen gibt. Und was jetzt auch immer passiert in den nächsten 2, 3 Wochen, da wird dann beschwichtigt, dann wird versucht, irgendwo andere Schuldige zu finden. Und ich kann nur sagen, es geht nur um eines, das ist unsere Steiermark, da geht es um unsere Zukunft, da geht es um das Bild unseres Landes. Und da hat eine FPÖ in der Landesregierung nichts verloren. Mit dieser FPÖ Steiermark ist kein Staat zu machen. Und ich hoffe, dass das auch alle Landtagsparteien, die sonst noch im Landtag vertreten sind oder sein werden, so sehen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass es mir ganz wichtig ist, zu unterscheiden zwischen dem, was im FPÖ-Funktionärskreis abgeht oder was da an Distanzierung fehlt, und dem, was ich ganz intensiv wahrgenommen habe, von Sympathisantinnen und Sympathisanten und von FPÖ-Wählerinnen und Wählern. Im Jahr 2015 haben über ein Viertel der Steirerinnen und Steirer ihr Kreuz bei der FPÖ gemacht und damit der Steirischen Freiheitlichen Partei ihr Vertrauen geschenkt. Ich bin davon überzeugt, dass die überwiegende Mehrheit mit solchen frauenfeindlichen Bildern, mit den Identitären oder dieser Rechtsaußenzugangsweise nichts anfangen kann und deswegen auch nicht freiheitlich gewählt hat.
Ich sage auch ganz offen, jene, die eine solche frauenfeindliche Einstellung haben, die sich nicht hinstellen und sagen, ich schäme mich für so ein Liederbuch, die will ich auch als Wählerinnen und Wähler nicht ansprechen. Aber die steirische Sozialdemokratie hat auch die Botschaften der Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen klar verstanden. Und das ist mein Angebot an jene Personen, die 2015 freiheitlich gewählt haben. Ich lade Sie ein, bei dieser Wahl die steirische Sozialdemokratie zu unterstützen und zu stärken, weil für uns ganz klar ist, dass wir kompromisslos für die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer eintreten, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Für mich als Parteichef der steirischen Sozialdemokratie ist klar, und diese Message haben wir verstanden, die Spielregeln sind einzuhalten, und wer sich an Spielregeln nicht hält, hat mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. Sage aber nur, damit wir das auch offen angesprochen haben, jene, die sich an die Spielregeln halten, sollten auch die entsprechenden Lebenschancen bekommen. Ich verstehe nicht, warum man einen jungen 17-Jährigen, der in Weiz die neue Musikmittelschule gemacht hat, dann in Fladnitz an der Teichalm einen Lehrberuf gefunden hat, weil der Tischler sonst niemanden gefunden hat, dann nach Afghanistan einfach so abschiebt. Das ist aus meiner Sicht weder menschlich noch vom Hausverstand her vernünftig, um auch diese Unterscheidungen zu treffen. Aber wenn es darum geht, unsere Einsatzorganisationen zu stärken, für die Mannschaft da zu sein, ist das für mich eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen von den vielen Gesprächen seit damals auch, dass die Steirerinnen und Steirer wollen, dass wir mehr für die steirische Mittelschicht tun. Dass es kein Ausspielen zwischen Reich und Arm, zwischen Mittelschicht und Ärmeren gibt, sondern dass es klar ist, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lassen in unserem Land niemanden zurück. Aber wir wissen natürlich auch, wie es den vielen hart Arbeitenden geht, für die wir auch hart arbeiten wollen, die jeden Tag das Beste geben und wo am Ende des Monats am Lohnzettel trotzdem zu wenig überbleibt, um gut und glücklich zu leben. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir sagen, da machen wir das Angebot mit dem 300-Euro Pendlerinnen-Ticket, mit dem 499-Euro Wohnen. Und natürlich schauen wir auch darauf, dass wir entsprechend Jobs in die Regionen bringen. Aus dem Ganzen heraus lade ich alle ein, die das letzte Mal FPÖ gewählt haben, die sagen, ich erwarte mir konsequente Sicherheitspolitik, ich erwarte mir für die steirische Mittelschicht eine gute und konsequente Arbeit, aber ich lehne Frauenfeindlichkeit und Nazi-Liedgut ab. Genau diese Personen lade ich ein, den Weg mit der steirischen Sozialdemokratie zu gehen. Von Mario Kunasek und der steirischen FPÖ erwarte ich mir, dass umgehend Konsequenzen gezogen werden. Aus meiner Sicht ist ein steirischer Abgeordneter wie Abgeordneter Zanger absolut nicht tragbar. Entweder er zieht die Konsequenzen oder es ist nur logisch, dass Mario Kunasek selbst die Konsequenzen zieht.